Willkommen zu einem weiteren TMTV Marktwert-Update Special. Zur EM geben ja zu allen EM-Fahrern Marktwert-Updates raus. Heute ist Gruppe B dran, das heißt Belgien, Dänemark, Russland und Finnland. Und wir beginnen mit der belgischen Fußballnationalmannschaft, die ja dann am 12. Juni im ersten Gruppenspiel für sie auf Russland trifft. Romelu Lukaku steigert seinen Marktwert um 10 Millionen Euro auf nun 100 Millionen Euro. Der 28-Jährige hat bei Inter Mailand ein neues Level erreicht. Physisch war er noch nie so stark und überlegen wie aktuell. Aber auch taktisch hat sich die harte Arbeit mit Trainer Antonio Conte gelohnt. Hat eine überragende Saison in der Serie A gespielt mit 30 Toren und 10 Vorlagen. Insgesamt wurde die ja mit der Meisterschaft von Inter gekrönt und gemeinsam mit Lautaro Martinez bildet er zusammen die sogenannte Lula und damit eines der besten Sturmduos der Welt. Der Marktwert von Thibaut Courtois verringert sich um minus 15 Millionen auf 60 Millionen Euro. Transfermarkt hat im Zuge der EM-Updates die Marktwerte der Torhüter nochmal genauer analysiert und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die Spitze so zu hoch bewertet war. In der Vergangenheit hat kaum ein Spitzentorwart den Verein für eine hohe Ablöse verlassen. Auch aufgrund von Corona scheinen hohe Ablösesummen für Keeper immer unwahrscheinlicher. Und deshalb geht es auch für Courtois runter, gehört mit dem Marktwert aber weiterhin noch zur absoluten Weltspitze in puncto Torhüter und das ist natürlich keine leistungsbedingte Abwertung. Dann haben wir Yannick Carrasco, plus 5 auf 40 Millionen Euro Marktwert. Der 27-Jährige ist ja nach seiner Leihe im Sommer 2020 fest zu Atletico Madrid zurückgekehrt. 16 Scorerpunkte in La Liga zeigen, dass er weiterhin die Klasse hat, um auch auf Top-Niveau der Unterschiedsspieler zu sein. Er hat einen großen Anteil an der ersten Meisterschaft der Rojiblancos seit 2014. Ebenfalls ein Plus verzeichnet Timothy Castagne, plus 4 auf 28 Millionen. Der 25-jährige Rechtsverteidiger ist vor der Saison für 20 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Leicester City gewechselt und hat eine gute erste Saison in der Premier League gespielt, ist sehr vielseitig einsetzbar und bis zuletzt hat er mit den Foxes um die Champions League gekämpft. Zum Abschluss haben wir noch Thorgan Hazard, minus 5 auf nun 27 Millionen Euro. Für Borussia Dortmund in der Bundesliga nur mit einer Startelfquote von 24% in dieser Saison, hat nur in etwas mehr als 20% aller möglichen Bundesliga-Minuten auf dem Platz gestanden. Also eher eine Saison zum Vergessen für den 28-Jährigen. Weiter geht's mit Dänemark, dem Europameister von 1992, das erste Gruppenspiel von Dänemark dann gegen Finnland. Christian Eriksen steigert seinen Marktwert um 5 Millionen Euro, ist nun bei 40 Millionen. Nach der sehr schwierigen Anfangszeit in Italien, in der sein Marktwert auch drastisch gesunken ist, hat er sich inzwischen einen Stammplatz in der Meistermannschaft von Inter erkämpft und wurde von Spiel zu Spiel wichtiger für die Mannschaft, deshalb die Aufwertung. Um 2 Millionen Euro nach unten geht's für Kasper Dolberg. Mit OGC Nizza hatte eine eher enttäuschende Saison in Frankreich gespielt, am Ende nur Platz 9 in der Ligue 1. Er war oft verletzt und erzielte zudem nur 6 Tore in 25 Ligaspielen, traf dabei im Schnitt nur alle 322 Minuten. Er stagniert etwas in seiner Entwicklung aktuell, Kasper Dolberg. Ein Plus hingegen verbucht Mikkel Damsgaard, plus 3 auf 13 Millionen Euro. Der Linksaußen von Sampdoria Genua ist eines der interessantesten Talente in der Serie A, steht schon auf dem Zettel vieler Großen wie Inter, der Roma und Juve. Der 20-Jährige bekam viel Spielzeit in der abgelaufenen Saison und besticht mit seiner Schnelligkeit, guter Ballführung und zudem ist er flexibel einsetzbar. Der neue Marktwert von Joachim Andersen beträgt 22 Millionen. Der 24-jährige Innenverteidiger hat eine sehr konstante Runde gespielt. Nach seinem Leihwechsel von Olympique Lyon ist er bei Fulham schnell Kapitän geworden. Durchaus bemerkenswert für einen Leihspieler. Nun gibt es Gerüchte um einen Verbleib in England und einen möglichen Wechsel zu Tottenham. Nächste Station Russland. Die Spornaja ist ja der erste Gruppengegner von Belgien und alle relevanten Updates jetzt für euch. Alexander Golovin vergrößert seinen Marktwert auf 28 Millionen Euro. Er kann seine nach der WM 2018 von Monaco gezahlte Ablöse von 30 Millionen Euro inzwischen immer mehr rechtfertigen. Hat den nächsten Schritt in der Ligue 1 gemacht, 14 Scorerpunkte in 21 Ligaspielen und dabei bis auf einen alle in der Rückrunde. Man kann sagen, er ist richtig aufgeblüht unter dem Monaco-Coach Niko Kovac.
Ein Minus gibt es in Bezug auf Alexej Mirantschuk zu vermelden, nun bei 15 Millionen Euro angelangt. Der 25-jährige Mittelfeldspieler war zu Beginn in Bergamo viel verletzt, kommt bis dato nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Mirantschuk ist inzwischen auch schon 30 Jahre alt, zudem verletzungsanfällig. Schon bei Spartak Moskau fiel er deshalb regelmäßig aus. Zum Abschluss haben wir noch Artem Chuba, minus 1 auf 11 Millionen Euro sein neuer Marktwert. Der 1,96 Hühne ist der Kapitän des Bornaja und der wohl wichtigste Spieler für Coach Tscherchesow. Bei ihm geht es alterbedingt runter, er wird im Sommer 33 und das Interesse an ihm in Europa nimmt entsprechend ab. Leistungstechnisch mit 20 Toren in 27 Ligaspielen für Zenit St. Petersburg befindet er sich weiterhin auf Top-Niveau. Kompliziert wird das Teilnehmerfeld in Gruppe B von Finnland und auch da haben wir alle relevanten Updates für euch. Wir starten mit Glenn Kamara. Plus 1,5 Millionen Euro auf nun 6. Ist Stammspieler bei den Glasgow Rangers, mit denen er in Schottland ohne Niederlage souverän die Meisterschaft geholt hat. Der 25-jährige Mittelfeldspieler stand auch in der Europa League immer in der Startelf und ist somit ein wichtiger Spieler im System von Rangers-Coach Steven Shearer. Ein Minus verzeichnet Lukas Radetzky, ist nun ebenfalls bei 6 Millionen Euro. Er spielte nicht seine beste Saison im Tor für Bayer 04 Leverkusen. Das in Verbindung mit seinem Alter von 31 Jahren und der Corona-Situation sorgt für ein gesunkenes Ablösepotenzial. Markus Fors ist nun bei einem Marktwert von 4,5 Millionen Euro, verzeichnet also ein Plus. Er hat sich beim möglichen Premier League-Aufsteiger Brentford gut entwickelt und relativ viel Spielzeit erhalten. Gab auch immer wieder Gerüchte über einen Wechsel zu einem größeren Club. Allerdings ist er hinter Ivan Toney oft noch auf der Bank zum Start zu finden. Joel Poyanpalo ebenfalls mit einem Plus um 0,5 geht es auf nun 2,5 Millionen Euro nach oben. Einem noch höheren Marktwert steht eigentlich nur seine Verletzungshistorie im Weg. Bei Union Berlin konnte er sich wieder ein bisschen ins Bundesliga-Schaufenster stellen und seinen Marktwert als Joker wieder etwas steigern. Soweit also das Marktwert-Update aus EM-Gruppe B. Weiter geht's dann mit Gruppe C. Für den Moment war's das von Transfermarkt TV. Gerne ein Like da lassen. Ansonsten wie immer zwei Links für euch. Oben klicken für das Marktwert-Update aus EM-Gruppe A und unten für die HSV-Chronik. Bis bald. Danke. Macht's gut.